7. August fand in Köln nicht nur die Gamescom, Europas größte Spielemesse, statt, sondern auch der 10. Geburtstag unserer Webseite. Daher galt es diesmal nicht nur alle Spieleneuigkeiten einzusammeln, sondern auch eine fette Party für unsere Community zu organisieren. Was sich als alles andere als leicht herausstellt, wenn man zumindest wie wir Nerds der absolute Partyveranstaltungsleihe ist. Ein Datum musste gefunden werden, an dem sowohl unsere Leser als auch Branchenvertreter einigermaßen Zeit haben. Ein Ort des Verbrechens musste bestimmt werden, der möglichst nahe an der Messe, trotzdem zentral und gleichzeitig gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein sollte. Es sollte Trinken und Essen, gerade für den müden Messebesucher, geben, nicht zu förmlich und ruhig genug für einige unterhaltsame Gespräche sein und die Möglichkeit bieten, auch mal von einem Sitzplatz zum nächsten zu laufen. Außerdem musste es bei der Abrechnung flexibel genug sein, sodass wir einige VIP-Gäste bei Bedarf auch einladen könnten. Der Tag wurde ein Freitagabend und die Location ein vor Köln liegendes Boot mit treffenden Namen Monkeys Island, das wir ohne großen finanziellen Aufwand Gott sei Dank noch rechtzeitig buchen konnten. Was unsere Community zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, wir wollen am gleichen Abend das Adventure des Jahrzehnts auszeichnen. Gewinnen wird entsprechend unserer Leserumfrage The Longest Journey. Autor ist der Norweger Ragnar Tørnquist von der Firma Funcom, an dem man leider bekanntermaßen nur sehr schwer herankommt. Wie sollten wir es nur erreichen, dass Ragnar, der immerhin für einen der größten Spieleentwickler arbeitet, zu dem wir nahezu keinen Kontakt pflegen, tatsächlich am Freitagabend auf unserer kleinen Feier antanzen würde? Erster Schritt. Finde heraus, wo dein Opfer lebt. Zweiter Schritt. Beschatte dein Opfer. Dritter Schritt. Verschwöre dich mit einem Komplizen und hacke einen Plan aus. Vierter Schritt. Schleiche dich illegalerweise auf einer für dich gar nicht zugelassenen Pressevorführung deines Opfers ein und mache ihm dabei dauerhaft schöne Augen. Fünfter Schritt. Wenn dein Opfer nicht auf dich reagiert, betuchtele seinen Manager und drücke ihm eine Einladung in die Hand. Erwecke seine Aufmerksamkeit, indem du ihm und dein Opfer Freibier versprichst. Sechster Schritt. Beobachte, wie dein Opfer beim Wort Freibier auf dich aufmerksam wird. Siebter Schritt. Nimm dein Opfer zur Seite und bequassele es, bis ihm schummrig wird. Achter Schritt. Drücke nun auch ihm die Einladung in die Hand und bewege den Manager dazu, den Termin in seinem iPhone zu speichern. Neunter Schritt. Verabschiede dich höflich und verkünde den Erfolg deinen Kollegen. Danach heißt es hoffen. Ob unser Plan aufgegangen ist, seht ihr nun. Ja, der Adventure Community Treff. Viele Leute, noch sind nicht alle da, aber viele Stars bereits, wie Sven und Bendit, die wir vom letzten Mal ja schon kennen. Ne? Ja, aber diesmal auch ein Malzbier. Ja, sehr gut. Falls heute Abend hier noch ein paar Sascha. Russische Fotomodels auftauchen, dann geht das auf mein Konto. Möchte ich nur ganz kurz sagen. Hast du Akella angerufen? Nein, nicht Akella. Okay, wunderbar. Genau. Animation Art signiert hier gerade. Genau, hier sitzt die Funcom-Abteilung sozusagen mit Ragnar Tørnquist, dem Schöpfer von Dreamfall und Longest Journey. Das war Axel Kote gerade, Florian, Context ist da, da drüben sitzt etwas abseits die Adventure Corner, Adventure Gamers ist da, Big 13 sitzt momentan ein bisschen außerhalb, hier ist Martin Gante für, da ist Axel Kote, genau, und Postulatio. Und geht's euch gut? Jetzt schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind welche aus der Adventure Ground, Adventure Ground Bereich. Ja, Jörg Baldschmidt von KingArt und Ruska. Steffen, Producer bei Deep Silver. Ganz hinten steht unser Fotograf, der Fotos macht, damit ihr auch ein bisschen Spaß habt. Hier ist unsere Redaktion. Sibi ist auch da, der Gründer von Adventure Treff, hier ganz links im Bild. Aus der Schweiz ist Luigi hier, ja, aus Österreich Loma. Sieht super aus, wir sind sehr gespannt. Demnächst wird hoffentlich noch Monkey Island Musik aufgelegt. Ragnar hat gesagt, Dreamfall ist besser. Das habe ich gerade zu ihm gesagt und er meinte, thank you, thank you, thank you, you're so fucking right. Dreamfall is so much fucking bad. Okay, leave out the fucking and he said it. Yeah, and it's right. Dreamfall is better than Longest Journey. Ich habe beide nicht gespielt, tut mir leid. Klaas Paletta. Marco von KingArt, kann man nochmal sagen. Was? Was hast du jetzt gefilmt? Ja, ein bisschen Stan, Monkey Island. Ja, ja. Ja. Man erkennt mich jeden Tag. Ja.
freue mich total, dass ich auf der Gamescom bin. Jetzt macht ja schon wieder. Ist das ein Audio? Ja. Kann das Ding Audio? Ja. Ja, wir machen okay. Jetzt hier keine Geheimnisse. Ja, auf dem Bildschirm oder was? Die kann man leider nicht erkennen. Also man weiß nicht genau, ob der 13 da war oder nicht, aber es ist zu dunkel. Ja, Klose ist im Licht, den kann man noch erkennen. Ja, immerhin. Du weißt, du kannst einfach nur das draufhalten. Ja. Ne? Kannst Leute filmen, kannst mich filmen. Zum Beispiel. Vergiss es. Du hast mir das Ding in die Hand gedrückt. Guck mal, ich kann sogar zoomen. Bin ich zu blöd dafür? Ich weiß nicht, wie man das ausschaltet, deswegen gebe ich das jetzt einfach mal weiter. Weißt du? Ein Abzug von dem Video. Ne? Negativ. Hab ich gesehen. Sehr bewegend. Das haben wir nicht gehört. Das wird rausgeschnitten. Sie kann kein Deutsch, glaube ich. Und deswegen traue ich mich das. Ich mag sie, aber... Gibt es schon heute auch noch einen Podcast? Ja, gleich. Und ausschalten wir den linken Knopf. Nein, ich möchte nicht ausschalten. Ich guck doch mal. Ja, genauso wie die Fans. Ich filme, ihr müsst nicht posten. Sag mich doch was. Nee, das muss jetzt improvisieren hier. Ist man halt ein bisschen allein, wenn man das gut findet. Okay, a new beginning. Finde ich gut. Ja, weil Lost Horizon habe ich ja jetzt mit Unterschrift. So, we have a little announcement to make. It doesn't take long. Don't worry. It's very short. The first announcement is, thank you very much for coming here. It's a great evening. And I think I can speak for all of us. We were fucking afraid of this evening. Yeah. And but now we are happy. Yeah. Thank you very much. But the really reason we want to make an announcement is that... We are 10. Of course. We are 10. Yeah. We are 10 years. It's a long time in the internet. No, but the other real announcement... Much more important! Yeah. Some of you might know that we make a poll at our website about the adventure game of the decade. Or the most important adventure game ever. In this decade. And we now want to tell you who's the winner of this poll. Ooh. Do you want to say it? I'm a little bit afraid, but some of you probably already expected it. We had several comments in our news that say... I think the only one maybe not expecting this is the developer for some specific reason. Yeah, probably. Game. Because we have a lot of adventure games nominated. 10 adventure games actually were nominated. I think even more. 10 adventures were nominated for the... 17. I'm sorry. 17 were nominated. Some of them are here today, so all of them have made great adventure games. Like Animation Arts, which just released. Lost Horizon. Like 13 that are there, who made games like Ankh and Shankin and... Somewhere is Martin Gantefer. There. There's Marco from KingArt, that made games like Book of Unwritten Tales, and hopefully soon release games like... Maybe we will see. But now, Basti, tell us which one is the adventure game of the decade. And we are very happy that he's here today. Yeah. And the game is The Longest Journey! And he's here, Ragnar Tørnquist from Funcom, author of The Longest Journey and Dreamfall. Thank you so much. You're welcome. We thank you for a great game, for two great games, for even more great games. Thank you.
we do it for you guys. We wouldn't make adventure games. We wouldn't make games if it wasn't for the players and the community. And you supported us all through the years, and we're very grateful for that. So to all the German fans we have, thank you so much for this. And I'm gonna make a lot of people back home very happy. So thank you. Thank you too. By the way, one little explanation why the developer might be so surprised is the game was released in 1999, but it wasn't released in 2000 in Germany, so yes. Yeah. This is the reason. It was only 1999 in Norway. Okay. So in 2000 everywhere else, so it still counts. Well, was it before or after August? It was before August. But it's still the decade. Shut up! Thank you. Well, you get some photos. And now everybody get drunk! Yeah! Thank you so much for having us. Yeah, okay.